Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Heute ist EV-Vlogmas oder E-Vlogmas Nummer 8 und ich fahre heute den Kona-Probe. So, ich sitze jetzt hier im Kona vom lieben Werner, der nämlich heute mal mit im Video ist. Du bist hier zum Ladepark Kreuzhilden zum E-Mobil-Head-Tour gekommen und hast deinen neuen Kona mitgebracht. Ja. Wie bist du denn zu dem Auto gekommen? Warum hast du dich für den Kona entschieden? Also entschieden habe ich mich für das Auto eigentlich schon im September letzten Jahres und habe dann vorbestellt. Und jetzt gab es durch einen glücklichen Zufall einen Händler, der den Vorführwagen verkaufte. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Namen nennen sollen, aber ich habe den dann eben halt schon am 17. Oktober bekommen. Also ich glaube, das war der erste frei zugelassene Wagen. Also das ist schon sehr früh dabei. Ne? Ja. Also ich wusste gar nicht, dass so früh in Deutschland Konas verfügbar waren. Und das heißt, du hast jetzt ja fast schon 2 Monate hinter dich gebracht. 3500 Kilometer, ja. Und was hast du vorher gefahren? Ich habe vorher einen Nissan ENV 200 als Camper gefahren. Ah, ja, okay. Das krasse Gegenteil davon. Aber schon auch Elektromobilität? Nein. Ach, nein, nicht ENV 200? Ja. Sondern NV 200. Genau. Ah, okay, verstehe. Und was hat dich von der Elektromobilität überzeugt? Also wie kam es, dass du da sagst, so, jetzt will ich elektrisch fahren? Grundsätzlich bin ich eher technikaffin und da war ich eigentlich schon immer dafür. Mhm. Und dann hatte ich letzten Jahr, also seit Mitte letzten Jahres suche ich eigentlich Autos, die man fahren kann, auch mit über Tesla und so weiter. Und dann habe ich einen Zoe mal für 3 Tage gehabt, einen Kia Soul für 3 Tage gehabt und da war es für mich klar, dass ich eigentlich nichts anderes fahren will. Also auch ein Opfer von, ich fahre mal Probe und dann will ich eigentlich auf jeden Fall sowas haben. Ne? So, ganz das ist genau. Ja, der Klassiker. Ja. Und der Kona, kannst du vielleicht kurz was zu dem Auto sagen? Welche Batteriegröße hat der? Der hat die normale 64 Kilowatt Größe und ja. Innenraum vorne, der vordere Bereich, das ist mein Hauptaugenmerk, der gefällt mir sehr gut. Sind zwar einige Sachen, die mir an dem Auto optisch nicht gefallen, aber das sind Nuancen. Und bist sehr zufrieden, höre ich raus. Jeden Tag grinse ich nur wie doof, weil ich immer halt das Elektroauto habe. Okay, hast du irgendwie, brauchst du Platz für Hunde oder für Passagiere? Nein, ich habe gelegentlich, in meinem Beruf habe ich eben halt gewisse Kisten, die so 60 mal 60 groß sind und dann passen durch die Heckklappe gut rein. Ist aber nicht so viel, aber ich kann gelegentlich sowas transportieren wegen der Heckklappe und den umklappbaren Rücksitzen. Und alles. Das heißt, das war für dich ein wichtiges Augenmerk, genau. Gut Transport. Also ein Model 3 wäre für mich deshalb nicht in Frage gekommen, aber wenn es ein Auto wäre, was mich interessieren würde, aber ich habe noch nie Interesse an einem Coupé gehabt, deshalb bin ich da keiner der frühen Vorbesteller gewesen. Okay, verstehe. Aber das hat nichts mit Tesla zu tun, sondern einfach mit dem Fahrzeugkonzept. Ja. Was gefällt dir denn an dem Kona jetzt am besten? Also was begeistert dich am meisten? Ja, also das, was aber nicht spezifisch ist, sondern was jedes Elektroauto hat, dass er eben halt immer Kraft hat und dass man, ja, dass man eben halt aus jeder Ecke raus Kraft geben kann, beschleunigen kann, souverän fahren kann. Und das ist es eben halt. Natürlich auch die hohe Sitzposition, du hast es vorhin gemerkt, ich habe den Sitz ganz hoch gefahren, obwohl ich eigentlich nicht bräuchte. Ich musste erstmal runterfahren, damit ich hier nicht ans Dach stoße. Ja, ich bin ja eigentlich mit 1,80 nicht so klein, aber ich habe trotzdem in der obersten Position, weil ich einfach gerne hoch sitze. Das ist auch dem ENV 200 geschuldet, weil man immer sich daran gewöhnt hat, so hoch zu sitzen. Ja, verstehe. Und gibt es was du sagst, das hat mich jetzt echt gestört an dem Auto? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das gefällt mir nicht oder hat sich rausgestellt, das ist unpraktisch oder so? Irgendwas? Also ich habe natürlich auch nicht die Vergleichsmöglichkeiten. Ich finde den Spurhalteassistenten Tempomat eigentlich super, aber in Extremsituationen, dann hätte ich ihn doch lieber abgeschaltet. Okay. Ich bin letztlich hinterm Auto hergefahren, der ist abgebogen und ich dahinter wieder schon Gas gegeben, halt
Und dann hat er dann nochmal eine Vollbremsung hingelegt, weil er meinte, ich würde jetzt auf dir drauf fahren. Ja, okay. Und das sind immer halt so Sachen, aber ich denke mal, bis das geregelt ist von der Elektronik, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Oder? Okay, das heißt aber so richtig, irgendwas stört dich nicht. Das ist ja ein sehr gute Nachricht. Ne? Also dann, das hätte ich ja wahrscheinlich im Vorfeld schon gemerkt. Oder? Ja. Also es. Aber was du sagst mit dem Spurhalter, sind, ich habe ja mal den Ioniq Probe gefahren, habe ich auch ein Video zu gemacht und da hatte ich eine Situation, dass ich den Tempomat quasi drin hatte, den adaptiven, und vor mir fuhr ein Auto oder LKW und der bog dann ab auf die Autobahn und ich wollte halt auch auf die Autobahn und lenk halt ein, und in dem Moment, wo der LKW vor mir quasi weg war aus dem Sichtfeld des Autos, beschleunigte der Ioniq natürlich, weil ich eine höhere Geschwindigkeit eingestellt hatte, und ich so wupp, und dann bin ich voll in die Kurve rein beschleunigt. Also da muss man ein bisschen aufpassen, das hat ja voll die Erfahrung habe ich gemacht. So, ich schalte den Tempomaten meistens durchs Strompedal ab, weil ich oder durchs Bremspedal, weil ich das unterbinden will, dass er mich dann irgendwo beschleunigt oder verzögert. Ist ja so, wenn man, wenn ein Fahrzeug sich dazwischen drängt oder wenn es plötzlich frei wird, dass er dann eben halt aus meiner Sicht unkontrolliert beschleunigt oder abbremst. Oder? Und das kann man vielleicht auch noch mit der Zeit ein bisschen besser lernen, aber so ganz hundertprozentig verlassen möchte ich mich nicht drauf. Genauso wie die Rekuperation habe ich auf Stufe 1 stehen und auch keine Automatik drin, weil ich eben halt 45 Jahre Autofahren hinterlässt natürlich seine Spuren. Weil das ist so Gewohnheitstier. Ganz genau. Das ist tief eingearbeitet. Okay, verstehe. Ja, dann würde ich sagen, du hast mir angeboten, dass ich auch mal fahren darf. Das finde ich hervorragend. Danke schon mal dafür. Und ja, ich übergebe die Kamera mal an Werner und dann fahre ich eine Runde. Er hat sogar Gasdruckdämpfer hier eingebaut, weil er mit der Stange nicht hantieren wollte. Liebe Kona-Fahrer, es gibt Nachrüstsatz, könnt ihr also machen. Okay, jetzt muss ich erstmal hier gucken. Powerknopf nehme ich an. Bremspedal. Habe ich, ja. Ja, an ist er, macht genauso Geräusche wie der Ioniq damals. Ein bisschen gerade halten, so ein bisschen schief sonst. Ja, genau. Fahren Sie vorsichtig und beachten Sie die Verkehrsregeln. Wenn Sie während der Fahrt auf diesen Bildschirm schauen, kann dies zu ernsthaften Unfällen führen. Treffen Sie Ihre Auswahl immer bei stehendem Fahrzeug. Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisung im Navigationshandbuch. Lass mich raten, er zeigt es jedes Mal an. Ja. Aber da ich sofort den Rückwärtsgang reinmache, ist das sowieso sofort weg. Ja, okay. Ja, das, was hat er jetzt? Ach so, er hat mich jetzt gewarnt. Querverkehr. Ah, hervorragend, Querverkehrserkennung. Den habe ich auch als sehr positiv empfunden, weil er dann eben halt auch vor Fußgängern und kleinen Kindern vor allen Dingen warnt. Ja. Das ist also das ist cool. so eine Sorge, die ich eigentlich immer habe als Stadtverkehrsfahrer, dass man kleine Kinder hinter das Auto springen. Ne? Was ich schön finde, ist, dass hier Knöpfe sind. Das habe ich das erste Mal gefahren, als ich einen Tesla Roadster den ersten gefahren bin. Hatte das nämlich auch so. Und ansonsten haben die Autos ja eher so einen Ganghebel wie der Zoe oder auch der Tesla mit dem Hebel. Knöpfe haben aber was. Ja, wobei ich jetzt in der Praxis sagen muss, dass der fehlende Schalthebel doch ein Nachteil ist. Ein Schalthebel, den bedient man blind. Wenn man einen Schaltwagen fährt oder ein normales Automatikfahrzeug, dann hat man eigentlich die Lage des Schalthebels immer irgendwie so im Kopf. Ja. Und bei den Knöpfen muss man eben halt immer gucken. Das stimmt, ne? Das ist weniger intuitiv. Ne? Ja. So, da muss man hingucken, das stimmt. So, müssen wir immer fahren. Also er hat einen automatischen Scheibenwischer, also einen Regensensor. Ja, ganz genau. Ja, ich muss sagen, es fährt sich sehr angenehm, vor allen Dingen, weil ich jetzt hier dieses Head-Up-Display habe, was wirklich schick ist. Also da sagen ja viele, dass Tesla das auch machen sollte, sowas. Die hohe Sitzposition finde ich hervorragend. Lenkung ist schön. Lenkrad fühlt sich schön an. Ich könnte ein bisschen dicker sein, aber ist schon sehr nett. Einen Fußgängerwarnton hat er nicht, ne, beim Langsamfahren. Hat er auch. Hat er, okay. Habe ich vorhin gar nicht gehört. Ja, ist abgeschaltet. Achso. Sehr gut. Ja, ich finde, dass ein Auto, was rollt, das. Du hörst auch einen Daimler in einer guten Ausstattung, den hörst du auch nicht über den Parkplatz rollen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Da
Vielleicht hysterisch darauf reagiert. Er hat einen Kriechmodus, was ich jetzt als Tesla-Fahrer mittlerweile mir abgewöhnt habe. Also im Tesla habe ich ja keinen Kriechmodus, sondern das Auto bleibt wirklich stehen, wenn man vom Gas geht. Ja, das kann man hier auch. Wenn ich das anschalte, okay. Dann... Okay. Auto holt, ja. Ja. Das ist angenehm. Das musst du allerdings nach jedem Fahrtantritt neu einschalten. Mhm. Entschuldigung. Ja, nicht so schlimm. So. Was ich gerade sehe, hat er belüftete Sitze. Ja. Ach, das ist ja cool. Unbeheiztes Lenkrad. Ja, das ist spitze. Belüftete Sitze im Sommer, glaube ich, also weißt du jetzt noch nicht, ne? Weil das war ja. Nee, aber ich habe das von Anfang an schon als positiv empfunden, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, dazu wäre, ob ich sie einschalte oder nicht. Und das ist natürlich der Vorteil bei, sagen wir mal, so exotischen Fahrzeugen, dass das einfach mit drin ist im Paket. Beim deutschen Auto. Kostet das alles extra. Ja. Oder es muss immer beim Tesla mit teuren Paketen. Das ist halt nur eine Marketing-Sache. Wa? Ja. Da wollen wir uns nichts vormachen. Das stimmt. Wer dachte, dass ein Neuwagen Golf eine lange Aufpreisliste hat, der muss die nur mal bei BMW und Audi gucken. Ja, das stimmt. Das ist dann eine Toilettenrolle. Wa? Ja, ist wirklich so. Also hier hat man noch ein Fach, sehe ich jetzt. Das ist die Ladestation, also automatisches Laden. Ohne Kabel. Ach so, du kannst einfach das Handy reinlegen. Ja. Ah ja, okay, cool. Und da ich das sehr oft vergesse, wenn ich das im Auto liegen habe. Wieso geht das nicht zu? Ach so, okay. So ein bisschen. Schmackes. Wie findest du das Navi? Ist das gut? Also, ich finde es überraschend gut. Ja. Ich habe schon Navis gehabt, die erheblich schlechter sind. Mhm. Aber ja, man könnte ja auch mit Apple CarPlay und sowas. Mhm. Aber. Das hat er nicht, ne? Ich fahre meistens... Oder hat er das? Das ist auch drin. Achso, hat er auch. Habe ich noch nicht aktiviert. Mhm. Ich habe... ich fahre 90% in Großstadtverkehr. Und ich schalte das Navi zwar oft auch ein zur Orientierung, aber man findet mit der Zeit die Wege blind. Man braucht das Navi nicht unbedingt. Also was ich gerade festgestellt habe, ist, weil ich einen Schulterblick für die Fahrradfahrer gemacht habe, also ich finde die Rundumsicht ist wirklich hervorragend. Also, ja, also da ist ja selbst der Smart Ioniq, meiner Frau schlechter. Im Verhältnis zum Ioniq ist sie eigentlich ganz gut. Ja. Der ADAC hat bemängelt, dass die Sicht nach hinten schlecht ist. Ich finde sie eigentlich durchschnittlich. Also nicht besonders erwähnenswert, dass das schlecht ist. Ja, zieht aber auch ganz gut, ne? Trotz der. Ja, du kannst auch mal einen Sportmodus, wenn du möchtest. Wo sehe ich denn die Rekuperation? Die sehe ich da unten links. Unten in der Mitte ist da unten. So die ist relativ schwach, oder? Oder ist das ja, so, weil er kalt ist? Stufe 1. Jetzt unten unter dem Tacho ist die die Energierückgewinnung. Ja. Ich kann das einstellen, ja, okay. Ja. Also links wird es stärker, merke ich jetzt. Ja, okay. Und man kann das auch mit Automatik einstellen in den Fahrmenüs. Aber ich muss sagen, das ist eingefleischt, ist es immer seit 45 Jahren Verbrenner oder sowas. Ich mag es eben halt gerne, wenn er rollt, wenn er fähig ist. Ja. Was mir auffällt ist, wenn man jetzt so, ich bin jetzt in Stufe 3 Rekuperation und sobald man auch nur einen Millimeter vom Gas geht, dann merkt man schon, dass die Rekuperation stark einsetzt. Ja. Ne? Also das ist schon, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, genau. Und das hat mir einfach so im Alltag nicht gefallen. Vielleicht werde ich es irgendwann mal später nochmal ausprobieren. Aber man kann jetzt halt, das kenne ich vom Smartphone meiner Frau, jetzt habe ich nicht gebremst und die Rekuperation erhöht, kann man so ein bisschen mitspielen. Ja, man kann in der Stufe 3, kann man dann mit dem linken Pedal, kann man dann wirklich bis auf zum Stillstand anhalten und kann also dann wirklich dieses One-Pedal-Verfahren, kann man dann eben halt auch ausnutzen. Ja. Also die Spielfreunde werden da auf ihre Kosten kommen. Ja, wie gesagt, unser Smart hat das ja und das war immer auch schön, muss ich sagen. Ja, also ich muss sagen, das ist ein sehr erwachsenes Elektroauto, finde ich. Sehr angenehm zu fahren.
Also ich kann verstehen, wenn Leute da echt sehnsüchtig drauf warten. Der Kona hat ja nun auch schon relativ lange Lieferzeit jetzt, ne? Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass es sich in der Praxis als nicht ganz so schlimm erweist. Aber man kann bei dem Hersteller nicht hinter die Fassade gucken. Man weiß nicht, was sie wirklich vorhaben. Ja. Ob es nur um Kontingente geht, wegen Umweltausstoß und so Schadstoffausstoß. Man muss da wirklich mal ein Jahr abwarten und dann sehen, wie sich das entwickelt hat. Was ich gerade gesehen habe, hinter mir ist einer auf die rechte Spur gefahren, hat mich quasi so halb überholt. Dann habe ich im Heads-Up-Display tatsächlich auch ein kleines Symbol gehabt, ja, das ist ein Totwinkelwarner quasi. Ganz, ne? Genau. Der ist auch aktiv. Ich weiß nicht, ob er immer gut ist, aber ich sag mal, einmal piepsen ist ja nicht so schlimm, wenn so eine Hilfe da ist. Man muss sie ja nicht benutzen. Aber wenn man sie hat, ist es immer besser, was man es aussuchen kann, als wenn man das gar nicht halt am Boden bekommt. Also man kann die Rekuperation bis auf Null runterstellen und dann segelt man quasi nur noch. Aber mit Stufe 1 geht eigentlich ganz gut. Ja. Dann ist er noch, das ist, was ich vorhin erzählte, dass wenn er dann so beschleunigt, dann kann er dann auch schon mal in die Eisen hauen. Mhm. Okay, verstehe. Hast du jetzt Winterreifen drauf? Ja, okay. Ich war Ganzjahresreifen. Ah, okay. Das habe ich vorher schon eine Zeit lang ausprobiert und da... Die haben mich einfach überzeugt. Ja, also fährt sich sehr komfortabel, muss ich sagen. Wir sind gerade über so einen Geschwindigkeitshubbel. Fahrwerk gefällt mir gut. Ist auf Komfort ausgelegt, ne? Kann man ja, schon so sagen. Wobei mir das Auto eigentlich relativ hart vorkommt. Echt? Aber das ist ja wahrscheinlich auch Gewohnheitssache. Ne? Ja, das stimmt. Gerade wenn man keine Geräusche hört oder relativ geringes Geräuschpotenzial, dann kommen einem vielleicht die Stöße dann durch die Federung oder durch das Fahrzeuggewicht, wie auch immer, kommt man dann vielleicht auch stärker vor. Mensch, klasse Auto, muss ich sagen. Also vom Fahren her finde ich jetzt das Tesla Model 3 noch schöner, weil es noch ein bisschen sportiver ist, aber wenn man jetzt eher ein funktionelles Auto sucht, dann ist das natürlich absolut die richtige Wahl, würde ich schon sagen. Also wenn er sportlicher sein sollte, dann müsste er anderes Fahrwerk haben. Ja. Vielleicht. Es ist halt ein kleiner SUV, ne? Muss man so sagen. Vielleicht so. Ich habe früher in den alten Zeiten, als ich noch Gelände gefahren bin, Bildstein-Fahrwerk gehabt. Ja. Da kennst du ja auch einiges von. Ja. Und das spricht natürlich schon erheblich besser an, ist komfortabler oder eben halt sportlicher oder beides. Das müssen wir mal sehen, was der Markt noch bringt. Tieferlegungssitze gibt es, aber für mich wäre eigentlich so eine Geschichte, so ein Luftfahrwerk. Das wäre eigentlich so eine schöne Sache. Ja, das stimmt. Aber dafür werden sie wahrscheinlich die Stückzahlen von dem Auto gar nicht kommen, dass sie sich da drum bemühen. Das ist einfach nur die Bremse und hier ist nichts. Das ist nur so eine Handauflage, dass man dann so Orientierung hat. Aber finde ich, meiner Meinung nach, müsste das Ganze irgendwie so 10 cm weiter vorne sein. Mhm. Bei dir ist er wahrscheinlich auch, wa? Ja, es geht eigentlich. Also ja, klar, das, wenn je nachdem, wie du halt sitzt. Ne? Ja. Was ich erstaunlich finde, ist, dass der Platz so... Ja. Also es heißt ja immer, der Kona ist kaum größer als der Zoe, aber ich finde, er ist irgendwie geräumig, sehr geräumig. Ja, zumindest also, auf dem Vordersitz. Ja, also hinten weiß ich jetzt nicht. Ne? Also wahrscheinlich ist hinter mir nicht mehr viel Platz jetzt. Also ich ab und zu fahren mal Leute mit, dann ändert man vielleicht auch die Einstellung der Vordersitze ein bisschen, dass sie mehr Platz haben, aber dass sich jemand beklagt hat, deswegen. Also ich habe Bekannte, die mit dem Infiniti fahren, das ist eine Luxusversion von Nissan, und da ist auch nicht mehr Platz drin. Oh, jetzt die Lenkradheizung an. Ja, habe ich mal angemacht. Ja, schön. Warme Hände. Also sowas habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie ein Auto mit Lenkradheizung gehabt. Ja, ich auch nicht. Und ich bin total begeistert. Ja. Ich habe so aus gesundheitlichen Gründen, habe ich so seit ein paar Jahren immer so kalte Hände. Wahrscheinlich ist der Blutdruck weiter runter. Und da finde ich es einfach köstlich. Ja. Einfach klasse. Ja, sagen ja viele, wenn man Sitzheizung und belüftete Sitze und Lenkradheizung, wenn man das einmal hatte, will man das eigentlich immer wieder haben. Es ist einfach, man gewöhnt sich leider zu schnell an solche Sachen. Ja, wenn jetzt irgendwie so mein Traumwagen
wäre, es wäre eigentlich sowas wie der ID-Bus oder sowas. Ne? Okay. Das wäre eigentlich das Auto, was ich mag, wo man den Sim halt auch zwischendurch mal anhalten kann und sich nach hinten setzen kann, Kaffee trinken am Tisch und sowas. Da würde ich schon darauf achten, dass er alles das, was die da hat, dass man das auch beibehalten kann. Ne? Ist leider so. Bist du der einzige Fahrer von dem Auto? Ja. Okay. Deshalb ist auch Memory für den Sitz auch für mich kein Thema. Ne? Die Dämmung ist ganz okay. Also ich höre schon die Autos und so. Also das Kasten ist, da könnte man noch nachlegen. Ja, ne? So ein bisschen besser könnte es schon noch sein. Wird im Frühjahr noch mal ein bisschen gemacht. Vielleicht auch einfach mit Unterbodenschutz oder. Ach, das habe ich jetzt in dem Video gesehen. Der Ove ist ja den, wie heißt der, Nexo, glaube ich, den Kia gefahren. Und da hat er auch sofort drauf geguckt, keine Hohlraumversiegelung. Ja, wobei das scheint irgendwie nicht mehr modern zu sein. Wobei ich auch nicht weiß, ob er das unbedingt vorher erkennt. Wa? Er hat ja jetzt nur in den Motorraum geguckt und... Inwieweit der Korrosionsschutz hat, das wird dann auch meine Werkstatt im Frühjahr mal unter die Lupe nehmen. Ich habe so eine freie Werkstatt, bei denen ich schon seit vielen Jahren optimal behandelt werde. Und da sehe ich gar nicht ein, warum ich da bei einer Werksvertretung mein Auto warten darf. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie so eine freie Werkstatt mit Elektromobilität umgeht. Also er hat auf jeden Fall schon im letzten Jahr hat er schon seinen Hochvoltschein gemacht. Ach ja, okay. Und er ist auch schon darauf vorbereitet. Und er hat auch schon so, ist ja klar, Tesla fängt ja allein schon mit dem Werkstattmodus an. Weil viele Fahrer wissen ja gar nicht, dass sie das erst umstellen müssen, wenn das auf die Bühne gestellt werden muss oder so. Das ist natürlich für ihn wichtig, dass er sowas sofort weiß. Ja, das ist, finde ich gut, wenn Unternehmen sich dann auch weiterentwickeln und nicht dann irgendwie demnächst arbeitslos dastehen. Ne? Ja, ganz genau. Da sehe ich auch, also für so eine Reifenfirma sehe ich das sowieso nicht als Problem, weil die Elektrofahrzeuge brauchen auch Reifen. Aber es gibt ja natürlich schon so ein paar spezielle Sachen, die gewartet werden. Also beim Smart weiß ich, dass da so eine Trockenbatterie oder Trocknungsbatterie, die irgendwie die Batterie trocken erhält, oder ich habe keine Ahnung, die tauscht Smart da jedes Mal, ne? So ein paar Eigenheiten, die jetzt ein Verbrenner gar nicht hat. Also es sind ja nicht nur Reifen, die du beim Elektroauto soweit ich weiß, müssen ja die Hersteller auf irgendeinen Stichtag mussten die ja dann alle Daten auch an Fremdfirmen vergeben. Und das jetzt also, es kostet zwar ein paar hundert Euro, aber dass dann die Werkstatt auch eben halt die technischen Unterlagen alle hat und auch wirklich ein Checkoff gepflegtes Auto machen kann. Okay. Und da sind die Hersteller zu verpflichtet. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, okay. Das ist seit einigen Jahren ist das so. Und klar, es wird natürlich anders kommuniziert. Der eine sagt auch, nee, da müssen Sie zum Werksvertretung. Mhm. Das kann ich nicht oder darf ich nicht oder so. Und dann kriegt man immer halt keine Luft auf die Reifen. Oder wird der Reifensensor nicht eingestellt oder was weiß ich nicht was. Hier, das im Display ist wahrscheinlich normaler Bordcomputer mit Verbrauch und Tageskilometer und so. Da im Alt ist, wenn du Ioniq das vielleicht ein bisschen kennst, wenn du mit der Taste schaltest du das also, dann kannst du die verschiedenen Modis, Assistenzsysteme und so weiter. Also es ist eigentlich schon ganz informativ, was da angezeigt wird. Nur es ist natürlich so, wenn man nicht das erste Mal so ein Display sieht, dann ist es doch schnell Alltag. Ja. Ist ja klar, beim ersten Mal dann denkt man, mein Gott, was ist da alles drin, und hinterher hat man das dann doch. Ja, das stimmt wohl. Ich werde auch irgendwann mal den Campingmodus ausprobieren. Den hat das Auto? Ja, das steht nur im Bordcomputer ist es als Standmodus bezeichnet und als Utility-Modus ist es dann aktiviert oder nicht aktiviert. Wa? Okay, ich verstehe. Das, damit es auch schön kompliziert wird.
Das, was mir jetzt fehlt, dass er den Spiegel runterfährt. Ja. Allerdings, ich habe das mal beim BMW, beim i3, gehabt, und da fand ich das fürchterlich, weil man braucht in der Stadt, braucht man eigentlich auch die Hochsitzsicht. Und ich habe es von meinem Auto vorher gekannt, der hat immer zwei Spiegel gehabt. Und das war eigentlich optimal. Aber das will ich jetzt auch nicht übertreiben. Ja, verstehe. Also, ich muss sagen, Fazit, sehr schönes Auto, wirklich, also gefällt mir gut. Heads-up-Display finde ich gut, das bleibt das immer so ausgeklappt oder fährt das eine Mal? Das fährt, wenn der Motor ausgeschaltet ist, fährt es auch runter. Also, kann man kaufen. Kann man wirklich kaufen, ein sehr schönes Elektroauto. Man sieht ja auch, sie haben ein bisschen getrickst, ne? Also die, wenn ich, bei manchen Autos ist das hier sehr dick, ne? Also beim Tesla zum Beispiel oder auch beim Zoe war das, glaube ich, dicker. Da gewinnt man ein bisschen Raum, ne? Das ist schon gut gemacht, dass es, obwohl es ja außen kaum größer als ein Zoe ist, dass es trotzdem sehr, sehr luftig ist und dass man genug Armfreiheit hat, finde ich gut. Wegen einer Sache möchte ich mich auf jeden Fall ganz speziell noch bei dir bedanken, weil jeder, der das Auto testet, also auf YouTube meistens, der dann erstmal wie wild drauf anfängt, drauf rumzuklopfen, ob das auch schön weich ist oder hart ist. Das finde ich so bescheuert. Ja, da bin ich der Falsche. Also ich finde gut, wenn Materialien hochwertig sich anfühlen, aber letztendlich fahre ich und wenn Lenkrad ist mir wichtig, Lenkrad muss sich irgendwie gut anfühlen, ja, weil das hat man die ganze Zeit in der Hand, aber das Plastik, ja gut. Es ist mir recht peng, muss ich sagen. Es ist optisch, ist es okay. Und man kenne ich auch vom Zoe. Das ist, ich meine, das ist halt nun mal kein 100.000 Euro Auto, ne, wo man alles mit Leder bezieht. Ja, ne? Außerdem könnte man ja auch einige Sachen verändern, aber es ist mir bis jetzt noch nichts aufgefallen, was ich ändern möchte. Ja. Hervorragend. So, ja, das waren die Eindrücke vom Hyundai Kona. Wir stehen sogar direkt zwei nebeneinander. Einmal in Rot, auch eine sehr schöne Farbe. Und deiner in, wie heißt die Farbe, Grau? Dark Knight oder so ähnlich. Dark Knight. Ein Dunkelgrau. Du bist also der dunkle Ritter sozusagen. Ja, das Grauen. Ja. Ja, herzlichen Dank, dass ich das Auto mal vorfahren durfte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, private Autos zu fahren. Ich hatte eigentlich auch mal vorgehabt, mir vom Händler einzuholen, aber irgendwie habe ich das zeitlich alles nicht auf die Reihe gekriegt. Zu viele Ideen, zu viel YouTube. Danke dir recht herzlich und wünsche dir für die weitere zukünftige Autofahrt knitterfrei, immer Elektronen im Akku und viel Spaß. Und ich würde den jetzt sogar kaufen, wenn du den auf YouTube präsentierst. Also, ja, also überlegt euch das. Der Kona ist wirklich ein attraktives Auto, muss ich schon sagen. Solltet ihr in Betracht ziehen und mal Probe fahren. Danke dir, Werner. Ja, liebe Zuschauer, Kona, Elektro. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr positiv überrascht, gerade auch was das Raumgefühl angeht. So ein Zoe, der ja eigentlich außen genauso groß ist, ist da schon irgendwie enger. Das muss ich schon sagen. Dafür hat er, glaube ich, hinten ein bisschen mehr Platz. Dafür ist der Kofferraum hier vermutlich größer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist schon zu lange her. Meine Erinnerungen an den Zoe sind etwas verblasst. Ja, freut mich, dass ihr dabei wart. Das war Ivi. Na, stopp. Brrrt. Zurück. Ich muss euch ja noch was vorlesen. Habe ich ganz vergessen. Das mache ich jetzt natürlich noch. Jetzt sitzen wir hier im Ladepark Kreuzhilden bei der Bäckerei Schüren im hinteren Teil im Café. Ein bisschen Ruhe ist hier eingekehrt. Das ist total schön. Die Probefahrt mit Kona war gerade super. Und jetzt natürlich E-Vlogmess Folge 8 heißt auch einen neuen Lesebeitrag vom Märchenonkel Nino. Heutige Folge ist vom 15. August 2013 und ist betitelt Kurzer Sprung in den Aldi. Heute bin ich in Eile, war zu lange im Büro und nun droht der Ladenschluss vom Aldi. Ein paar schnelle Einkäufe und dabei an der Stadtwerke Ladesäule nachladen. Der Zoe ist so gut wie leer, sodass es sich prima ergänzt. Um 19.55 Uhr komme ich dort an und schließe den Saftspender in Form des fest an der Ladesäule angeschlossenen Ladekabels an. Ohne zu zögern hetze ich Richtung Aldi auf die andere Straßenseite. Dieses Mal verlasse ich mich auf das deutlich hörbare Summen des Laders. Der Zoe war immer ziemlich laut beim Laden. Tatsächlich bin ich bereits 20 Meter weit weg, als ich das vertraute Geräusch höre und somit die Sicherheit erlange, dass die Ladung begonnen hat. Nach dem Einkauf komme ich zurück ans Auto und warte noch kurz auf die letzten Elektronen, die ich für den nächsten Tag brauche. Just in diesem Moment beendet der Zoe die Ladung abrupt nach insgesamt etwa 30 Minuten. Und schaltet mal wieder auf Batterieladung nicht möglich. Meine Lieblingsnachricht. Mhm. Das hatte ich nun bereits diverse Male an genau dieser Säule, die früher tadellos funktionierte.
Sei es drum, die 52% im Akku sind gerade genug, aber schön ist das natürlich nicht. Ja, also das war schon. Ein kurzer Beitrag gewesen, wahrscheinlich auch frustbedingt. Ich habe natürlich dann die WSW kontaktiert und gebeten, dass sie sich das nochmal ansehen. Der Zoe war allerdings immer schon bekannt dafür, eine gewisse Ladezicke zu sein. Das heißt, das Auto lädt halt eigentlich und dann gibt es eine Fehlermeldung. Und dann kann man es halt nochmal versuchen. Manchmal geht es da, manchmal auch nicht. Das hängt immer damit zusammen, wie die Ladestation gebaut ist, wie viel der Zoe an Fehlerstrom zurückliefert. Da gibt es so ein kleines Problem beim Zoe, dass so ein leichter Gleichstromfehler zurückfließt. Das bringt dann auch manchmal die Ladesäulen aus dem Takt und lässt sie dann abschalten. Also das ist ja zumindest damals, ich glaube heutige Zoe sind da ein bisschen besser, robuster. Damals war das eben noch nicht so fluffig immer. Ne? Das ist leider so gewesen. Gut war, dass ich laden konnte, dass ich einkaufen konnte und dass es dann gereicht hat für den nächsten Tag, aber so ein Ladeabbruch ist halt blöd. Ne? Wäre schöner gewesen, wenn er voll gewesen wäre. Das war E-Vlogmas Folge 8. Lasst uns zusammen die Welt retten. Heute mit einer Kona-Probefahrt. Schaut euch das Auto an, wirklich hervorragend, gefällt mir gut. Und wir sehen uns. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Alles aus. Live, genau.